Ich habe so Lust gerade irgendwie auf einen Döner, fällt mir gerade mal so auf. Aber ich würde den ungern alleine genießen. Icke. Icke auch. Hi. Icke. Ich auch, hier auch. Was ist los? Du, ganz spontane Sache. Ich hab morgen meinen freien Tag. Ja? Morgen ist es wieder soweit. Und da hab ich mir überlegt, vielleicht bist du ja irgendwie auf Zack. Vielleicht bist du ja pfiffig unterwegs morgen und hast vielleicht da mal einen kleinen Moment Zeit für mir. Willst du was machen morgen oder was? Ich hätte gesagt, wir starten mal eine kleine Unternehmung oder was und wie auch immer. Na, du weißt, wo du mich findest, wa? Ich weiß es, ich hätte Bock. Also ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist bei dir mit die Alte und mit die Bengels und alles, aber... Du, also kann ich dir relativ einfach in ein paar Worten zusammenfassen. Alte, hier wird gefickt drauf, ist mir scheißegal. Ja, check Bengels, keine Ahnung, wo die sind, ist mir auch scheißegal. So, das ist, weißt du, was das ist? Das ist mein alter Nick, so kenne ich ihn, so Lyrik ihn. Ja. Ja. Ich hab mir da jetzt irgendwie ein paar Jahre unterbuttern lassen von die Alte, aber mach dir nicht mehr mit, hab ich keinen Bock mehr. Ja, mach dir da keinen, mach dir keinen Stress. Nee, pass mal auf, weißt du, was das Ding ist? Was ist das? Ich hab mich blöde geackert die letzten paar Jahre, damit ich die Rotzgörner da irgendwie durchbringen kann. Ja. Die Alte macht. Du hast dir den Rücken da zerschossen komplett. Das war nicht nur kaputt ackern, du bist ja wirklich kaputt. Du hast die Schiene im Rücken, du hast die Platte in Schienbein. Was sollst du noch machen? Ja, pass auf. Mich hat ja die Hexe wieder erschossen die Woche. Nee. Ja, ich hab's ja wieder doll im Rücken gerade. Ich hab da was Neues gefunden. Da gibt's so eine Website. Hab ich gefunden. Ja. Erschreck nicht bei den Namen, ich weiß, ich kenne deine Ansicht dazu. Die Seite heißt Alibaba. Mach dir erstmal keinen Kopf. Oh, nee. Du weißt, wie ich das finde mit den Türken und so, ey. Naja, pass auf, das ist auf jeden Fall super günstig. Das ist wie so ein Wochenmarkt, ja. Aber im Internet, im World Wide Web, weißt du doch, du hast doch einen Anschluss noch, oder? Ja, ich hab hier noch ein Modem rumliegen, ja, ist ja auch egal, solange du dich einwählen kannst. Und da gibt's so, das hieß Heatpack. Kannst du dir, das knickst du in der Mitte und dann wird das ist so eine Chemie. Wenn das schon wieder mit Chemie scheiße und so losgeht und irgendwelche Hokuspokus, dann habe ich keinen Bock drauf, das mache ich nicht. Ist was das Einzige, was mir hilft an solchen Tagen. Warten. Wenn mir mal die richtige Hexe geschossen hat und ich kaum laufen kann, ey. Na, was bringt das denn alles? Dann hilft das, was ich nämlich morgen mache. Was machst du? Ja, ich gehe ins Artemis, schön an der 100 Autobahnraststelle, lass mir abmelden. Lass mir da schön auf den Melkschemel, setz ich mir und lass mir da abpumpen. Aber was ist, wenn die Püppi das mitkriegt? Ja, das ist mir scheißegal. Ich hab mir jahrelang totgeackert. Ist ab Eisenhüttenstadt, hab ich doch mal auswärts gemacht, ein paar Jahre lang. Wie ein Blöder. Icke in Eisenhüttenstadt, weißt du? Und, ja, ja, da haben wir uns ja damals kennengelernt. Ja, ich weiß, beim Einwohnermeldeamt war. So war das. Du hattest ja diese Dinger da damals, dass du das war Anfang der 2000er, war, dass du da so gefälschte Personalausweise verkauft hast. Ach ja, das war eine dunkle Zeit, weißt du doch. Das hat sich auch alles ein bisschen. Ich finde, ehrlich gesagt, das Ehrenwerteste, was du je gemacht hast. Wohl ja danach nur noch Stürmer, meiner Meinung nach. Aber wie du deine Kohle machst. Also nach der Wende wurde das alles richtig schlimm. Du hast ja, also kannst ja, ich wohne, also das ist nicht mehr mein Land hier gerade. Kann ich dir sagen. Ja, die haben dir die Schuhe ausgezogen, die gesagt, so kannst du den Mund abwischen und bitte weiter. So ist das, ne? Von der Hand in den Mund legen, den ganzen Tag. Ich lebe eigentlich, wenn ich das jetzt mal so betrachte, ich lebe eigentlich nur zum Ackern. Und ja, dann ist es auch so, denn wohnt nur, nicht nur ich wohne in Frankfurt, sondern fühlt sich auch an wie die halbe Türkei, die hier noch mit ist. Ja, ich war ja auch, ich hab ja Kotti um die Ecke, weißt du, ich bin raus, Kotti, ich denke, bin in Istanbul, oder was ist ich meine? Also, kommst du in den Laden drin, ja. Du, und alle, wisst ihr, was mich wundert? Warte mal, weißt du, was mich nämlich da wundert? Das wundert mich, weil die kommen ja eigentlich alle über ein Schiff, ne? Mit einem Boot und haben ja nichts eigentlich. Und weißt du, was die denn aber haben? Alle haben diese Gookie. Ja. Warum haben alle diese Gookie an? Gookie-Mütze, Gookie-Tasche. Weißt du, was ich am schlimmsten finde? Nee. Laufen hier rum, aber dann immer neues Handy, weißt du? Immer das neueste iPhone. Ja, ich hab seit 10 Jahren hab ich ein. Ich hab das gleich. Es funktioniert ja auch, es geht ja auch ohne. Ja, aber da muss. Ich muss doch nur telefonieren damit, was soll denn das? Die kriegen das alles geschenkt. Ja. Das
So. Du pass auf. Ich wollte dir wegen morgen nochmal fragen. Da hatte ich ein Anliegen. Okay, verrat mir das doch mal. Ich hatte ja jetzt schon eine Weile diese ganze Sache abgeschlossen mit diesem hier Kennenlernen und im Club, weißt du. Mal von hinten Ramazama, Disco Pogo und dann ab auf die Matratze und so. Das ist echt zu, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das mache ich nicht mehr. Deswegen ich lasse mir jetzt monatlich eine Art Geld auszahlen, das heißt Bürgergeld. Und ich verbumst das alles. Muss an Witz denken. Tut mir leid, bin noch in der Leitung. Ja, alles gut. Ich verbumst das einfach. Und ich habe da einen relativ attraktiven Deal mittlerweile mit dem Artemis, weil ich da eine Art Stammkunde quasi bin. Bist du Stammkunde, ja? Und ich habe da so eine Art Deal, ich lasse immer einfach anschreiben. Ist weißt du, ich mache immer auf den Deckel einfach auf, so die wissen, ich bin da eh dreimal die Woche. Ja, ja, ich verstehe das. Kann man ja schon mittlerweile, habe ich mir eine Matratze in die Decke, weißt du, kann auch rennen. Weil es ja der zweite zu Hause, sag ich mal. War, hast du, sammelst du Punkte bestimmt, wa? Ja. Ja. Nein, Punkte und Stempel bei einer Arztkontrolle regelmäßig. Ja. Und so eine Art so Punkte auch in der dermatologischen Sicht. Ja, ja. Meine Haut angeht, da sage ich ja. Auch ein paar Punkte. Ja, ja. Also, natürlich immer ein Extraschein, das ist schön ohne Jungi einfach drin raus. Ja, ja, na klar. Naja, was dir passiert, ist ja auch egal. Du hast doch wie lief das bei dir mit der Vasektomie? Ich hab dich ja wieder rückgängig machen lassen. Warum? Ich hatte mir damals die Leitung kappen lassen, weil ich keinen Bock hatte, dass da irgendwie die ganzen Bengels rumrennen und da irgendwie... Dass sie dir auf den Sack gehen, ne, nach der 18 Jahre. Alle an die Tür kloppen irgendwie und sagen, Fadi, was ist jetzt? Ich hab keinen Bock drauf. Und dann, überkam mich so ein Gefühl irgendwie. Das war in einem Alter, dass ich dachte, irgendwie will man ja schon mal so das kleine Glück irgendwie zu Hause haben und hatte das dann wieder... rückgängig gemacht. Das hat aber nur so halb geklappt. Seitdem habe ich ja ein furchtbares Brennen da unten. Also, ach du Scheiße. Das ist ja kaum aushaltbar. Und ich habe eine akute Latexallergie. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Ja, naja, dann kannst du auch nichts dran ändern. Das ist denn so. Ja, dann ist mir das auch den Aufpreis wert. Weißt du, am Ende ist immer Penicillin und ein paar Globuli und dann ist das auch... Das ist das auch, das ist das Geschichte. Klar, Penicillin kenne ich doch. Und pass mal auf, dieses HAI, diese Geschichte da. Man kann damit heutzutage wunderbar leben. Das ist ja überhaupt nicht mehr einschränkend. Ja, vor allem in unserem Alter macht das nichts mehr aus. Das ist ja nicht, ansteckend. Das habe ich auch mal gelesen, dieses HIV. Das gibt es wohl ja nicht so in den Sinne. Nee, in dem Sinne, ich glaube, das wird eine ähnliche Geschichte sein wie mit Corona damals. Was ich mitgehört habe auf jeden Fall, es gab ja diese zwei Geschichten. Es gab ja AstraZeneca. Und dann gab's ja diese Biotech. So, und wenn diese Astra in deinen Körper geschossen hast, musstest du ja auch mehrmals machen. Und die Leute haben dann Autismus gekriegt und AIDS nach dem Stich. Und ich hab das ja nicht hier machen lassen. Pass mal auf, soll ich mal was sagen? Warten. Ich hatte mich da mal ein bisschen reingelesen. Ja. Diese Bayern-Tech-Geschichte. War ein Türke, ne? Wie? War ein Türke. Wer das erfunden hat? Ja. Damit musst du an die Presse gehen. Sorry, ich bin gerade ein bisschen emotional, ich weiche gerade etwas auf. Die fressen ja Kinder, die da oben. Das stimmt. Wie kann man da ruhig bleiben? Sag mir mal, wie kann man da mittlerweile ruhig bleiben? Weil ich das so furchtbar finde, das kann da ja nicht mehr aus mir rausfahren, weißt du, mal. Naja. Du weißt, was ich letztens entdeckt habe, aber mal jetzt anderes Thema, ein bisschen Stimmung zu machen. Nee, ich will jetzt mal bleiben. Ich hab einen Kontakt mir herstellen lassen zu Ulf Poschert. Ist der Chefredakteur von der Welt. Ja. Und ich werde das Ding mit dem richtig aufblasen. Machst du das? Bringst du das Trost raus endlich mal? Ich bringe das richtig groß. Ich werde das richtig an die Presse bringen und ich werde den ganzen Laden da entlarven. Für die vor? Ich weiß, was die uns gespritzt haben da. Hast du das raus? Ja. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, aber ich sage mal, das ist eine ganz perfide Hexensuppe, die die uns da in unsere Körper eingeführt haben. Nein. Die haben das Volk ja hier waschen. Weißt du, ich hatte ja vorher, die haben die Putin 5 oder was das da war, Sputnik 8 haben die spritzen lassen. Die sind ja Krüppel mittlerweile. Du glaubst, die sind alle nicht mehr ganz bei Trost? Nee, Deutschland schafft sie selber ab, brauch mal. Du, aber weißt du was? Dann haben wir es auch verdient. Wir gehen irgendwann mal beide nach Argentinien, und dann ist das Ding durch. Na gut, Argentinien, sag mal, kenne ich ja jemanden, der schon mal in diesem Land hier unterwegs war. Nicht so laut, ich weiß nicht, ob wir abgehört werden. Gut, aber wisst, wie ich meine, wa? Ich weiß, was du meinst.
exakten Namen, ich sag den Namen nicht, aber er ist, du weißt, in was für einer Position er da mittlerweile ist, ne? Ich hab das gehört. Ist, seit 1967 ist der Schichtleiter im VW-Werk in Argentinien. Auf seinen Lebensabend, naja. Der steht da jeden Tag am Band. Du, aber pass auf, Nick, aber anderes Thema. Ja, was los? Du, wegen unserer Freizeitbeschäftigung, ne? Du, ich weiß nicht, wie das ist und wie wir da jetzt verbleiben. Ja, wir gehen morgen pimpern einfach. Wir gehen morgen pimpern gerne. Wir verficken dein Geld. Wir verpimpern dein Geld morgen, treffen wir uns und gehen dann da ins Artemis rein. Aber danach möchte ich mit dir noch was Schön, Leckeres essen. Ich, wir haben ja letztens mal, hatten wir ja so eine Türkentasche, haben wir uns ja unterhalten drüber, wa? Genau. Ich muss dir sagen, ich verstehe das alles nicht mehr, was da alles drin ist. Irgendwie, wie heißt das? Halligalli-Fleisch und Halalali oder was auch immer. Das ist alles nicht mehr für mich. Ich habe was Neues entdeckt. Pass auf. Wir essen Falafel. Das ist richtig, das ist was richtig Gutes. Das passt, packt trotzdem in den osmanischen Fleischrucksack da rein, mir egal. Dann trink mal ein Kräuteraktimel, das ist mir alles egal. Aber bitte ohne dieses Halleli-Fleisch. Das ist mir wichtig. Ich weiß ja nicht, was das ist. Das ist eine Pampe, das ist alles nicht mehr richtig. Das ist kein richtiges Fleisch. Die essen das doch nicht. Die da drüben, wa? Ja. Du, ich verstehe das grundsätzlich auch nicht. Also, ich komme ja aus dem Osten. Für mich ist das völlig klar, was in so einem Döner gehört. Klar. Zwar, da kommt Lammfleisch kommt da drin. Schöne Kräuter scharf, der ganze Grünzeug, und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, brauchst du mir nicht geben. Hm. Kommt in diese Form da, kommt da drin. Und dann Kroketten drin. So kenne ich das, so bin ich aufgewachsen. Ja, und die machen ja ihre eigene Version da. Ist ja auch mal dieses, weißt du, so schlecht ist das ja alles nicht, diese Multikulti-Geschichte. Aber ja, also. Du, ich finde das schon relativ schlecht, sag dir mal ganz ehrlich gerade raus. Na gut. Naja, dann würde mir trotzdem freuen, wenn wir das zusammen essen, ne? Du, wir können, pass mal auf, du bist in der Stadt, wa? Ich bin in der Stadt, Icke Stadt, ja, gerade. Pass auf, wir können auch, weil, so, ich würde, wie wollen wir das zeitlich machen? Ich würde sagen, wir machen zum Rind starten, wir ficken Rind im Artemis, wa? Ja. Wir beide, ne? Und ich ein Puffi verbimsen, nehmen wir uns abklatschen draußen, Currywurst, nochmal vielleicht in eine Dampe. Und dann würde ich würde ein Großraumtaxi holen. Ja. Ein paar von den Püppis mitnehmen. Einfach. Ja. Über das Wochenende, du, Icke, Püppis, Rin. Und dann fahren wir hier da, wo ist es da? Lichtenberg fahren wir in Xing-Chong-Land da und kommen hier so eine Kräutersuppe da. Können wir uns rinfahren. Yo, hike mir auf. Kannst du auch für 8 Euro, kannst du nochmal die Haare schneiden lassen. Aber ich bin nochmal relativ großzügig. Du, natürlich spricht ja keiner die Sprache, da kommt irgendwas raus am Ende. Weißt du, ich zeig dir ein Bild und sag, hier, frisurtechnisch will Icke das. So, ja. Der lacht mir an, hat keine Ahnung, warum nicht. Ja. So, da sagt 8 Euro, so, am Ende kriegt er 9, da bin ich relativ großzügig geboren, sag ich mal. Ja. Und dann, ist ja nochmal die Gänge. Ich hab ja ein relativ neues Hobby für mich entdeckt, Software spielen. Das macht mir gerade. Ah, hab ich auch schon mal gemacht. Du weißt ja, kann man richtig mal die Sau rauslassen. Das sieht ja auch aus wie echt, ne? Ja, und weißt du, was bei mir ist? Weißt du, was bei mir ist? Ich habe einen im Jägerteam bei uns in der Vorstadt. Das ist ein Chinese. Und das macht mir ganz besonders viel Spaß. Ja, ich hatte letztes Mal schon eine Verwarnung bekommen, weil ich immer so ein bisschen, die haben mir da einen Begriff um die Ohren geworfen, hatte ich vorher noch nie gehört. Hör auf. Hat mir irgendwas erzählt. Hör auf. Racial Profiling oder so eine Scheiße. Also, finde ich relativ weit hergeholt. Ja, das ist ja, weißt du, die können ja alle nicht mehr, also sogar unsere eigenen Leute, die sagen ja mittlerweile englische Wörter. Racial Profiling, was soll denn das sein? Einer meinte letztens, das war eine rassig motivierte Straftat. Ja, so, pass auf, verbleiben wir so, machen wir so, dann essen wir so eine Ali-Stulle da, so ein Schnittchen. Und was mir wichtig wäre... Ja, so ein Kümmelkornbrot. was wir danach machen, damit man den ordentlich mal durchspielt, das muss ja auch von innen brennen. Ja. Wir holen uns so eine Pennergranate, wa? So, wie heißt das da? Ja. So ein Taschenfass, ne? Ja, eine Maurergranate. So ein Maurer-Akku holen wir uns. Maurer-Akku, genau. Genau, und dann geht das um die Häuser. So, und dann gnade den Gott, dass wir die mal nach Schicht treffen. Um Häuser ziehen, wir beide? Wir beide können rumziehen. Wollen wir das mal wieder machen? Wollen wir machen? Können wir machen. Machen wir. Hast du dich schon mal anpissen lassen? So richtig? Von so einer Hure? Du, ja. Wie du Bock, also wie du das willst. Wir machen das. Ja, aber hättest du darauf mal Bock, das auszuprobieren? Na klar.
Du, ich bin offen für alles. Ich mach mir doch ja keinen Kopf mehr. Der Krebs ist fortgeschritten, ich hab nicht mehr lang. Nee, bei mir macht das auch halt irgendwie nicht mehr so richtig mit. Also auch wenn ich da jetzt gerade ein bisschen entspannter unterwegs bin, arbeitsmäßig und mir, ehrlich gesagt, ein bisschen durchfüttern lasse von dir da oben. Ja. Du, das haben wir lange genug geackert. Ich habe lange genug gemacht. Ich bin auch langsam du, müde. Apropos entspannen, ich habe da so was Neues entdeckt. Mhm. Kennst du Poppers? Nee. Das ist was zum Schnüffeln. Das habe ich mir ja nicht rangetraut eigentlich, aber das... Du, das ist ein Rausch, das hast du noch nie erlebt. Wo könnte ich das jetzt erwerben? Oder würdest du einfach mal morgen was mitbringen? Ich bring dir was mit. Gut, okay. Das lockert alles. Und vor allem, also, ne, das ist ja nicht kein Zufall. Also, ich bin nicht schwul. Und das ist, dass du sowas von mir denkst. Aber das lockert den Arsch. Ivo. Das lockert den Arsch, lockert bitte. Ja, finde ich jetzt erstmal eine relativ, ich sage mal, Wolke mit Aussicht auf Arschloch, wa? Na, zeig dir! Ich hatte jetzt neulich auch mal probiert. Du weißt ja, dass ich seit so mittlerweile nur, was werden es sein, 15, 20 Jahren mir ab und zu mal einen Schuss setze und damit ja eigentlich relativ gut fahre. Also, ja. Für Heroin ist für mich eine Alltagsdroge. Das ist. Ja, du bist es ja auch schon, du bist es ja auch schon gewohnt, ne? Die haben dich ja damals Narkotiknick genannt. Das ist ja nichts Neues. Die, ja, gut. Meiner Meinung nach war das auch. Narkosenick. Halt auch so, ja, das war so eine Propagandageschichte, glaube ich, von den Amis, dass die das hier irgendwie rübergeführt hatten. Aber ich hatte da angebissen wie ein Garten und hängen seitdem nur an der Nadel. Du, ich hatte jetzt nämlich was Neues ausprobiert. Und zwar, Crack. Ist mir jetzt unter die Nase gekommen und Ecke, weißt du, wie ein Blöder, erstmal geschnüffelt an die Scheiße und dann gemerkt, das rocht, Mann. Ach so. Dann mir irgendwie Stein klein in eine Pfeife und mal da einen Zug gegeben. Ja. Junge, das schätzt hier so dermaßen die Poperze weg, du kannst dir gar nicht vorstellen. Ist das so? Ich hab mir das noch nicht getraut. Das können wir mal wieder machen. Machen wir das morgen? Dann machen wir jetzt noch ein letztes Mal halt mal Test. Wir machen schön Anfaken im Artemis. Ja, danach holen wir uns einen Türken-Taco. Genau, dann Taxi Pingpongland, diese Gemüsebrühe da schlürfen und nochmal einen schönen Haarschnitt. Ich krieg ja gerade so gerne Pinky Blinders. Ich finde das ja total schau. Ja. Ich hatte überlegt, mir so einen Schnitt zu machen. Weißt du, das finde ich gerade. Wir suchen uns da einen Kessenschnitt aus. Das macht er. Ja, gut, machen wir das. Und danach machen wir uns einen Stein klein in eine Pfeife und lassen einfach mal 5 Grad sein und kicken, wo der Abend ist. Dann sind wir einfach mal zusammen, sind wir mal Mensch, wa? Gut, ich würde mal einen Club raussuchen. Meine Wahl fällt jetzt, glaube ich, im ersten Moment auf das KitKat. Wolke ist relativ lange nicht mehr. Ja. Da können wir uns mal wieder richtig schön absaften lassen. Und das machen wir. Dann in Whirlpool da, weißt du, machen wir. Taucheranzug, einfach mal rennen. Einfach mal ins Becken. Gut, großer. Machen wir. Da lesen wir uns die Leviten gegenseitig, wa? Ja, ich sage mal, wer lange hat, der kann auch lang hängen lassen. Also, so ist es. Lass mal richtig raus. Gut, Nick, großer. Dann lass dich nicht erwischen, wa? Nee, sieh, dass du wegkommst. Ne, ciao, mach dich ab. Ciao. Ciao, mein großer, ciao. Dann sind wir fertig hier für heute, wa? Mit dem Anruf. Nachschütteln! Da ist doch keiner Rest. Da passt aber rein in Bellybutton. Boah, jetzt sind ja 4CL.